Der Frühling zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite und natürlich zieht es die Menschen hinaus in die Natur. Schönbrunn, der Augarten und andere große Parks in Wien sind bereits seit rund einer Woche wieder geöffnet. Der Schlosspark Laxenburg ist dagegen noch zu. Der Leiter des Schlossparks erklärt, warum es da Unterschiede gibt. Wir sind ein sogenannter Tourismus- und Freizeitbetrieb mit einem Besucherverkehr, eine Betriebsstätte, wo sich sozusagen Besucherverkehr und Tourismus abspielt. Ja, und gemäß der derzeit in Kraft sich befindlichen Corona-Verordnung müssen wir unsere Schlossanlage dementsprechend geschlossen halten. Trotzdem sind viele Menschen enttäuscht, wenn sie hier vor verschlossenen Türen stehen. Die Sperre erfüllt im Moment auch noch den Zweck, dass jetzt nicht zu viele Menschen auf einmal nach Laxenburg strömen. Bei uns in Laxenburg muss man sich vorstellen, 80-85% unserer Besucherinnen und Besucher kommen mit dem eigenen Pkw, mit dem Fahrrad, mit anderen Verkehrsmitteln nach Laxenburg, um hier Freizeit zu genießen. Das würde eine große Menschenansammlung, einen großen Besucherstrom bedeuten und das gilt es momentan zu verhindern. Übrigens gilt das auch für alle Laxenburgerinnen und Laxenburger. Auch sie müssen sich noch in Geduld üben. Mit einer Öffnung des Betriebs rechnet der Leiter des Parks voraussichtlich und vorsichtig mit Ende April. Vorbereitet ist man auf jeden Fall schon jetzt. Also im Schlosspark geht die Arbeit ungehindert weiter. Unser Gärtnerteam ist unterwegs, unser Handwerkerteam ist unterwegs. Wir schauen natürlich, dass wir die Schlossanlage weiterhin gut in Schuss halten. Unser Ziel ist, dass, wenn es denn möglich sein wird, dass wir innerhalb von 24 Stunden wieder den Schlosspark öffnen können. Gleiches gilt hier auch für die Gasthäuser und die Imbissstände. Ja, die Gastronomie ist natürlich derzeit auch geschlossen. Das ist an einen Pächter übergeben, unsere Gastronomie. Da wird es wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Da geht man derzeit von Mitte Mai aus. Genauso die alle anderen Betriebe hier im Schlosspark unterliegen dann eigenen Anordnungen. Da sind natürlich unsere Pächter darauf angewiesen, was seitens der Bundesregierung hier dann weiter entschieden wird. In diesem Fall wird auf die Anordnungen der Regierung gewartet. Vor Mitte Mai hofft hier aber niemand mehr auf ein vorzeitiges Aufsperren. Doch auch für die Mitarbeiter und den Schlosspark Laxenburg selbst gibt es ein paar schöne Aspekte, die durch das Coronavirus jetzt hervortreten. Es ist momentan ganz spannend, das Wildtierleben hier im Schlosspark zu beobachten. Natürlich, ein menschenleerer Park hat einen Einfluss auf das Verhalten von dem gesamten Tierbestand des Schlossparks, die sich mehr oder weniger momentan teilweise vollkommen ungezwungen hier in der Parkanlage bewegen können. Und auch wenn es schwerfällt, werden sich also die Menschen in und um Laxenburg noch ein paar Tage in Geduld üben müssen, bevor sie die Anlagen wieder besuchen dürfen. Informationen, wann es soweit ist, bekommen Sie auf der Homepage der Freizeitbetriebe Laxenburg oder auch telefonisch.